Ist es dort ein Rebellenheli? Oder ist es dort ein normaler Heli? Der kann gar nicht im Kauern arbeiten. Schwebt aber genau über einem Kupferwerk. Oder kommt ein Himmel an? Da kam bestimmt vom Morgen. Drogendeal, ne? Die sollen aus dem Side-Chat raus. Was ist SEK online? Also wie der fliegt, glaube ich nicht, dass es... Oh. Es sind vier Cops online, ne? Bestimmt vier Praktikanten sein. Jo, hup noch! Er nicht. Der Alien. Alien weg. Alien ist weg. Nee, da fliegt er. Was ist der? Sieht auf jeden Fall so aus wie ein Heli. Ja, es ist er. Alter, den siehst du ja kaum noch. Wäre das ja so hoch, oder? Wem scheiße, so ein Heli kann ich irgendwie schnell verfolgen. Ich würde sagen, der campt ungefähr höher Kupferwerk so. Und jetzt langsam zu mir rüber. Scheiße einzuschätzen, wie weit er entfernt ist. Ich schätze mal, es sind Rebellen hier, die weil auch vier Rebellen online sind und ich glaube, vier Rebellen zusammen dürfen Überfälle durchführen. Sieht aber wirklich ziemlich neu aus. Wer bin der Rebellenteil? Ist von einer, der am Kupferwerk lang fliegt. Okay, da fahren wir dann. Rüber. Hier oben lang. Lernen wir mal wieder die Landschaft kennen. Fahren wir schließlich hier unten runter. Weil der hält gerade dort Ausschau nach Opfer. Und ich schätze mal, der würde dann dort auch, sobald dort irgendjemand kommt, hinfliegen. Und wenn ich jetzt dort lang fahre und er sieht, ich fahre zum Ölhändler, würde er auch auf jeden Fall ankommen. Ich schätze mal, der hat mich schon gesehen, dass ich hier beim Ölvorkommen bin. Ja, ob ich denn die Cops mal einen Tipp gebe. Ich könnte eigentlich mal beim Kupferwerk einen Punkt machen. Einen Luftpunkt. Okay, der ist direkt am Kupferwerk. Wo Heli? Direkte Kommunikation. Ich glaube, ich frag den dann mal. Okay. Also, sie haben den jetzt entdeckt. Boah. Das ist gerade eben für ein Mega-Leasing. Wieso habe ich keine Anzeige, wie schnell ich war? Alter. Alter, kannst ja gar nicht mehr fahren hier, ey.
Boah, ey. Jo, mega, die Ding habe ich gelegt. Boah. Ist ja eklig, ey. Boah, ey, komm, ja. Reiß dich zusammen hier. Wo liegt das so? Nee, das Internet, ey. Das Fahrrad, die sind, habe ich wahrscheinlich auch noch nie erlebt. Ich würde sagen, wir fahren da trotzdem oben lang, das ist eine Seele. Weil eigentlich braucht der ja ziemlich lange, um dann dort rüber zu kommen. Also verfolgen geht relativ schnell. Ich glaube, ich bin langsamer. Das ist, glaube ich, ein Orca. Ein Orca ist normalerweise bewaffnet. Ob der hier bewaffnet ist, weiß ich nicht. Boah, es ist gerade eklig, mit diesem zu fahren. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie gut das in der Aufnahme sichtbar ist, aber ich finde es gerade übelst scheiße. Weil du merkst, wie das Auto später reagiert, als du lenkst. Es ist eh schon ein bisschen eine schwammige Lenkung und Steuerung drin, aber die ist ja noch dann schwammiger mit Diesel, ne? Schwammt nur mal alles, ja. Natürlich scheiße, weil der wird dann wahrscheinlich mit direktem Link dorthin fahren. Und natürlich das Money wegschleppen. Am Ende lockt er daneben noch die Leute zum Ölhändler, ey. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also selbst wenn der jetzt dann ausgeraubt wird, bringt mir das nichts, weil er hat ja dann die Verschleppung. Wow. Hat der irgendwie auch ein bisschen viel Karacho drauf? Neben der Rebellenwaffe. Darf man die neben dem verkaufen? Gas über, wenn das jetzt sehen, dass der keine Öllizenz hat. Das will keiner. Wieso verschwinden meine Waypoints? Sind sie mal gestattet oder was? Oh, ey, das ist ein Pussy-Server, ja. Gerade irgendwie so, wir hatten mal so ein von der Schule her so ein Test hier, wie das mit Trunken ist, wenn du hier Trunken fährst und so, also die Trunken brillen. So ist es gerade eben ungefähr. Gut, wenn er direkt über den Kofferwerk ist. Es ist halt eben ein riesengroßer Umweg, den ich mache. Okay, sagen wir mal so. Mir ist es aber so lieber. Und ich mache dann lieber weniger Money, als dass ich gar kein Money mache. Okay, also ich muss jetzt erstmal bis zu DP5. Und dann die erste große Straße und links runter. Dann können wir eigentlich mal hier. Hier können wir ja so ein Point jetzt mal hinmachen. Und dann mache ich jetzt lieber einen weiteren Weg und riskiere, dass ich einen schlechteren Preis habe. Aber dafür werde ich vielleicht nicht überfahren. Da ich das ja eh erst angefangen habe, ich habe ein bisschen Vorsprung.
Corrupted Data. Jetzt habe ich Caps Lock drin. Null. Nee, gute. Okay, ist in Deutschland so, da werden die wahrscheinlich die anderen Länder mit rausgenommen haben, finde ich auch. China, Nordkorea, Frankreich. Besonders erfolgreich. Okay. Boah, ey, ehrlich. Eigentlich müsste man solche auch raushauen wegen Ausländerfeindlichkeit, ey. Das ist so, ehrlich gesagt, so rassistisch. Das ist einfach nur bärmlich, wenn man sowas macht. Weil jetzt könnten Leute sagen, die vielleicht in dieser Generation sind und sowas, die könnten solchen Hass auf solche Leute, auf die Franzosen oder sonst was, aber nicht irgendwelche jungen Leute hier, die damit eigentlich bloß noch was aus den Geschichtsbüchern kennen. Ne? Die sich dann das Größte aufführen und sowas. Das passt einfach nicht. Naja, ich möchte mich jetzt dazu auch einfach nicht äußern. Jetzt würde ich die Granaten melden. Bei Rassismus ist ja jetzt auch nicht unbedingt. Weil die stecken die Franzosen in eine Klasse. Zumindest eine Rasse. Ist jetzt die Frage, ob es Rassismus ist oder Ausländerfeindlichkeit. Okay, also. Okay, die. Wir bald den Namen merken hier. Das war dieser andere Pisser, ey. Der noch ohne ganz so mitgeredet hat. Also ist die Frage, muss ich jetzt eventuell sogar noch den Chatter überpixeln? Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass ich das noch muss. Ansonsten, also wenn das Video hier gesperrt wird, oder ihr vielleicht, weiß ich nicht, mit der Katja erfolgt. Auf jeden Fall, ich sag's jetzt einfach mal, wenn ihr irgendwann mal ein. Okay, braucht ja nichts, nein. Das ist ein Katja. Also, wir sehen uns dann im nächsten. Na, nee. Es ist schwer, jetzt, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich das cutten muss. Okay. Also, wenn vielleicht wirklich irgendwann mal ein Part, was der jetzt hier durchkommt oder so, nicht erscheinen sollte. Und der wirklich fehlt, dann könnt ihr gerne nachfragen, warum der fehlt. Aber ich würde mal sagen, ich eventuell kann es sein, dass ich eine Nummerierung falsch mache oder sowas. Aber es könnte auch mal sein, dass ich wirklich irgendwann mal so einen Content-Treffer habe, weil hier irgendwelche Leute was im Text im Chat schreiben und das YouTube dann sieht und sagt, okay, du sagst nichts dazu, aber du musst halt immer pitchen oder sowas.
Ich muss jetzt Bonjour schreiben. Weiß nicht, ob ich dann auch gebannt wird wegen Ausländerfeindlichkeit, aber eigentlich sehr unfair. Weil ich bin ja Deutscher, ein deutscher IP, also darf ich auch hier drauf spielen. Es ist halt eben bloß so, dass ich eine andere Sprache schreibe. Was ja vielleicht nicht verbar. Gut 100% Deutsch, schlossen. Okay, ich lasse es lieber. Ich war doch ein bisschen übertrieben, meine Vorsicht wieder. Lieber Vorsicht, und ich habe gesagt, lieber einen schlechteren Ölpreis jetzt, als dass ich meine ganze Ladung verliere. Und natürlich scheiße, wenn wir zeitgleich ankommen, der Punkt in den Limit. Natürlich totaler Fail. Also stimmt, fand ich den Weg jetzt hier gar nicht. Man kommt ja eh auf die Straße, wo dann der Ölhändler ist. Weil da vorne ist er nämlich schon. Das ist vielleicht, wenn der jetzt kommt, der noch schneller wird als der. Ja, da gibt es halt eben auch einige, die ihre IP ändern, weil sie illegale Sachen machen. Und dann halt eben den Zufall vom Server fliegen brauchen. Warum komme ich denn hier rein jetzt? Ja, einfach zu schnell, wenn er nicht so schnell reinkommt. Aha. Was es auch gibt, dass einige ihren Rebellenschlott haben und das nicht in ihren Namen geklickt hat. Das würde ich ehrlich gesagt scheiße. Das hätte man irgendwie vielleicht auch mal ändern können. Okay, der Preis ist relativ noch hoch. Also ich glaube nicht, dass er vor uns da war. Wir werden sehen, wie viel wir jetzt machen. Na gut, jetzt nimmt der Preis wirklich ab, jetzt macht es auch bald keinen Sinn mehr. Ach, das hat gerade so gekratzt hier. Wobei, der geht eigentlich noch. Aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Das ist jetzt das Problem, deswegen, wenn ich jetzt noch ein bisschen aufnehmen wollte, ging es gar nicht. Wie gesagt, trotzdem erstmal mein Money zum ATM. Und fertig. Beim Heiligen wirklich sind hier gemietete Fahrzeuge dann irgendwann zu verkaufen. Aber ich glaube, in seinem Video wurde er beschlagnahmt. Das heißt, es ist nicht gemietet, sondern es ist gekauft. Das bedeutet wiederum, den er anzugeben und der schrottet den, dann hat er sein Handy von oben. Das war vielleicht jetzt hier, oder kommt kurz bald, macht mir noch ein bisschen Angst. Alter, bleib auf deine Spur, ey. David hat seine Kaution bezahlt. Ach, du machst ja Money trotzdem noch dein Geld, dann kannst du das mal bezahlen oder was? All dieser Fire Syntech kann ich mir bald nicht mehr vorstellen, dass es so viel gießen hat. Dann hat er schon wieder einen überfahren. Und jetzt schon wieder Diesing. Mein Kavala. Kommt drauf an, wenn die Cops selbst sehen, dass er Diesing ist, dann werden sie wahrscheinlich mitmachen. Der mit dem Heli, ne? Ein Knastausbruch ist nicht mal verboten mit dem Heli. Ist ja krank. Eigentlich ist keine Straftat, ne? Gut, nach deutschen Gesetzen ist auch keine Straftat. Weil,
so, dass laut Gesetz ein Ausbruch keine Straftat ist. Aber wenn du irgendwas dabei machst, was wiederum eine Straftat ist, dann wird es auch halt eben das dann gewertet. Also praktisch, wenn du dir einfach irgendwie die Türen offen lassen, du kannst einfach ohne Probleme rausmarschieren und keiner halt dich, würde dich aufhalten. Dann können die nichts machen. Aber wenn du halt eben dabei irgendwie jemanden verletzt, eine Geisel nimmst oder all sowas, dann ist es halt eben eine Straftat. Weil ich mir jetzt auch nicht so zu 100 DP 23, wo ist denn das? Ja, irgendwo sein wohl schwach. Oder weil der jetzt bis zum Schwarzmarkt laufen oder was? Na gut, so weit ist es gar nicht. Kann mir mehr helfen. Er hat da geschrieben, ich komme. Das ist wahrscheinlich wirklich der mit dem Hini. Der hat da immer jetzt bloß immer Panik gemacht, ne? Ich habe trotzdem, glaube ich, nur eher mein Geld losbekommen, ist der, was ein Blut, das ich auch hier irgendwo rumtreibe. Jetzt fahren wir wieder nach Atia und dann beenden wir auch schon mal wieder die Aufnahmesession. Oh. Und jetzt sehen wir uns wirklich beim nächsten Mal, wenn wir dann höchstwahrscheinlich mal ein bisschen anfangen mit dem Himmel zu fliegen. Oh, und dann sind wir auf der Landstraßenfertigung oder gegen, Alter, der ist ja pussyhaft, ey. Wie stumm, ey. Und mich jetzt hier die Polizei anhält und so, das ist zu, ne, geht mit am Arsch vorbei, ja. Ja, die kämpfen eben bloß in Kamala. Also, wenn dann wirklich mal Polizei hier ankommt, dann ist es, wenn, wenn dann richtig hier ordentliche Polizisten da sind und nicht bloß diese Polizisten. Ich hab gehört, Diamanten sollen auch so gut wie gar nichts bringen. Finde ich auch scheiße. Gemerkt, ich habe kein Geld dabei. Können wir nochmal ein Repair Kit kaufen, dann will ich das nächste Mal nicht starr stellen, sie oder bis ein Repair Kit. Ne? Kommen wir nochmal zum ATM. Deine Mutti. Ja, die kaufen sich eh erstmal immer von dem Geld einen Rucksack. Weiß gar nicht, wer hat ich denn das am Anfang hier gemacht? Fast 55.000. Was 50.000? Das ist eigentlich in Ordnung. Gibt Schlimmeres. 550k. Die DB23 fliegt aber gerade in die falsche Richtung. Dass der ist. Ah, wobei, kann ja auch interessant sein, ja. Ganz normale irgendwie, ne? So. Silvekasten habe ich noch nie gebraucht, weil ich noch nie so einen großen Unfall hatte. Beziehungsweise, wenn ich einen großen Unfall hatte. Ja, doch, beim Carlo, aber gut. Da hat eh nie alles so richtig funktioniert. Hat so quasi gar nichts funktioniert, aber naja. So, da überweisen wir jetzt nochmal den 1 Dollar. Wow. Hallo, mein Freund. Boah, leider scheiß. Ich habe das Ziel, mein Leben. Boah, die verstehe ich nie. Lass ihn jetzt einfach mal. Oh, es sind doch ein paar gute Tische. Hey. Der PGG. Ungemein. Bist du da? Junge. Junge, Alter, was ist denn das für ein Russe, ey? Überweis mal den. Nehmen wir mal, machen wir mal den Markt. Der klingt auch ziemlich russisch. Ich schätze mal, entweder ist der Russe, der in Deutschland wohnt, oder er hat seine IP nach Deutschland geändert. Durchlaufen.
Autohändler. Da muss man aber nur astrein Leute ignorieren. Roleplay. Leute ignorieren. So, über wen tun wir denn nichts? Müssen den einen Dollar überweisen. Der vergisst sich gleich. Ne, im Kopf weiß ich das nicht. Wenn. Oh. Muss schon Gas geben, der Mongo. Ist anscheinend schwer, mit einer russischen Tastatur Gas zu geben, oder was? Okay, also wenn... Naja, ich sag da jetzt nichts dazu, sonst... Ich habe mich von uns über Leute aufgeregt, die ich über Russen... über Franzosen aufgeregt habe, wäre jetzt scheiße. Kaufe Fallschirmsprünge, bitte melden bei Interesse. Im Spiel geht's gar kein Fallschirm. Dass ich mal ein geiles Mikrofon zu nehmen. Ist ein großes Mikrofon, ne? Oh, ey. Boah, ey, ehrlich, ich rufe mal Admin. Boah, ja, Alter. Der hat mich mit. Oh, Alter, du leckst übelst. Fallschirmsprünge, Alter, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt ja gar keinen Fallschirm, oder? Stimmt, denkt er. Ja, hier, ich gebe dir das, ist Fallschirm, und dann kannst du rausspringen, dann dort. Na ja, gut, habe ich es Menge. Braucht ihn ja nicht gleich zu beleidigen. Oh, Alter. Und wer ging bitte schön vorhin auf die Franzosen los? Affen. Nee, ehrlich, das finde ich. Das finde ich affig. Kann man die überhaupt Dauersenden anmachen? Weil. Frage ich mich gerade. Okay, na gut. Gerade ein Huben hören.
kommt schon wieder dieser Russe an, ey. Aha, ohne Fahrer anscheinend. Epileptiker. Oh nee. Ey. Ja, ich sag jetzt mal ciao. War dann mal ein geiles Ende mit dem Tastaturepileptiker und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüsschen.